Willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Forza 3. Folge 3. Mal gucken, was wir heute treiben werden. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, eine neue Karre zu holen. Womit wir mal ein bisschen humanere Rennen fahren können, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Ups. Ja, was? Wie schnell ist das denn weggegangen? Ja, denn die Silvia hier ist ein bisschen übertrieben, wie man sieht. Und da kann man nichts reißen gegen die ganzen... Gut, wir sind letzte Folge Erster geworden, aber ist auch nur mit Brechen und Biegen und weiß ich nicht. Ich guck mal im Auktionshaus, was es hier so gibt. Feines, ich hätte ja Bock auf einen NSXR. So ein hier. 2005. Was? Wir könnten uns schon einen Aventador kaufen? Krasse Scheiße. Natürlich auch sexy, aber nee. Tja. Oh, der neue R8 sieht auch so sexy aus. Ich finde den alten nicht so geil, aber der neue, auch wenn er nicht viel anders aussieht, weiß nicht. Hat was. Für 133.000 ist der weggegangen? Mich verarschen? Auktionsalarm. Aha. Na, jetzt ist er bestimmt schon weg. Oh, jetzt lädt er das Ding neu. Willst du mich verarschen? Ja, ciao. Ah, wurde sofort gekauft, glaube ich. 100.000. Oder war es der andere? Moment mal. Boden. Ach, was hier? Zack. Leck mich doch.
Meiner. So, Schnauze voll hier. So, wo ist der jetzt? Wir haben die Auktion gewonnen. Ja, dann zeige ich mal her hier. Auto abholen. Ja, ich nehme gerade zu der unmenschlichsten Zeit überhaupt auf. Um 7 Uhr morgens, sonntags. Ich konnte nicht mehr schlafen. Aber es gibt ja Forza. So. Nein. Nicht rausgehen. Mach doch nicht sowas. Wieder reingehen. So, Fuhrpark, meine Karin. Da ist er. Einsteigen. Fährt er jetzt etwa wieder raus? Oh. Nee, doch nicht. Geil. So, den machen wir jetzt erstmal ein bisschen hübsch. Ein bisschen hübsch. So. Was hier so rumlenken muss. So, erstmal Rennreifenmischung. Das hier brauchen wir auch, sonst können wir die nicht tiefer legen. Schön breite Puschen drauf. 255, jawoll. Alter. 315. Heftig. So, Felgen. Nehmen wir denn da mal feines Sport. Spezial? Nee. Nehmen wir einfach mal Sport. Das ist natürlich Kacke, weil das hier so rumleckt. Dem zur Seite. BBS. Oh Mann, das ist ja richtig nervig. Was ist das denn da? Geil. Was nehmen wir denn da mal Feines? Nein. Ah. Ich weiß nicht, wie das mit dem Lackieren hier ist. Die sehen doch ganz nice aus. Nehmen wir die doch erstmal. Felgengröße. 19 Zoll. Rauf. Hinten. Auf dem Sack. So. Ja, müssen wir noch ein bisschen tiefer legen? Nein, 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 nein. Mehr kann man hier gar nicht machen, oder was? Hä? Okay. Was? Wie S1 schon wieder? Nein. Warum das denn? In dieser Kack-Reifenmischung. Ja, dann packen wir die halt nicht rauf. So. Passt. So, ja, ich mach das lieber hier.
Genau. Umbauten. Motor wechseln, werden wir wahrscheinlich nicht können. Doch. Cool. Rein. Wie viel Geld haben wir überhaupt noch? Ah, genug. Heirat. Genau auf 800. Okay. Machen wir. Das wird wahrscheinlich nichts werden. War klar. Ja, Turbo muss eigentlich schon sein, ne? Das sind 6. Warte mal. Wenn wir hier den Antrieb wieder wegnehmen. Das ist nur ein. Das sind nur 6 Punkte. Dann den Motor. Perfekt. Das war's in dem Motor drinne. Aber bauen dafür ein Turbo drauf. Aerodynamik. Frontstößstange. Rein. Heckflügel. Toll. Das kann man richtig viel machen. Fuck. Das haben wir schon gemacht. Ich glaube, hier können wir nicht mehr viel machen. Doch, da ändert sich nichts. Das ist gut. Getriebe. Ein Punkt geht auch. Antriebswelle. Kein Punkt. Perfekt. Differential. Hallo. Ändert sich auch nichts. Perfekt. Antrieb und Fahrwerk bremsen. Perfekt. Das finde ich gut. Das haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja, sehr gut. Perfekt, da ändert sich nichts. Ein Punkt, passt. Ich glaube, das kommt genau hin mit 800 Punkten. Ah, cool. Wenn wir schwerer werden, geht es sogar noch einen Punkt runter. Ja, ist doch perfekt. Und dann können wir hier nichts machen. So, was haben wir noch? Antrieb. Ach ja, das haben wir ja schon. Ja, schick. Das ist doch schick. Lassen wir den noch so. Yes. So. Designs und Lackierungen. Was gibt's denn da so Feines? Wie gesagt, werde es auch noch ein eigenes machen, aber da brauche ich Zeit für. Nee, ich dachte gerade zu was anderes. Das sieht nice aus. What the fuck? Mugen? Tja. Fallen mir alle nicht so irgendwie. Ist auch nicht. Ich glaube, ich nehme das Mugen. Oder das hier? Ich nehme das Mugen. Das, wo war das? Da. Das sieht ganz gut aus.
Oh Mann, schon wieder eine Viertelstunde rum, nur mit dieser Karre verbracht. Oh Mann, dieses Spiel. Tuning, oder muss noch tiefer? Übersetzung. 3,7. Ich gehe mal ein bisschen Beschleunigung mehr. 4. Dämpfung. Nee, es ist Federn, oder? Hier nicht, aber hier. So. Schön. So. Jetzt sind wir damit fertig. Können wir jetzt mal ein bisschen noch was reißen hier. Ist doch geil aus. Das macht doch was her. Schick. So. Mann. So. Was gibt's denn hier Feines? Wollen wir jetzt vielleicht mal, das haben wir geschafft, das hier probieren. Und mal gucken, was da so jetzt mitfährt. Oh, geil. Also der Sound. Porno. Alles klar. Rechts halten. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Ups, gerade auf die Geschwindigkeit geachtet. Übersetzung ist ja mal, weiß ich nicht. Ist schon ein Unterschied zum. In 400 zu Silvia. Metern rechts abbiegen. Warte mal. Werden ja nicht auf der Karte angezeigt. Das ist ja mal voll schwul. Sollte man, wenn dann schon so finden sein, oder? Ist ja voll easy, die zu finden. Rechts abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. So. Schau mal, was hier so abgeht. Ins Dorin. Mugen Power. Oh yeah. Oh, dass er mal so unmenschlich lange laden muss. Ja, das sieht doch noch an den Mann-Gegnern aus. Auch schon wieder heftige Karren dabei. Okay. Sieht nicht gut aus. Kann nicht sein. Ferrari 40. Ah Mann, warum bremst du denn ab? Die Achsenübersetzung, da muss ich noch was machen. Das ist irgendwie nicht so der Fahre.
Auf der Geraden gleich werden sie uns wahrscheinlich abziehen. Weil das hier alles nicht so toll eingestellt ist. Oder auch nicht. Aaron Reinhardt mal wieder am Start. Was geht? Ah, doch, das können wir packen. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ah, hier. Fünfter Gang 181 und dann ist Schluss. Sehr kacke. Oh, scheiße. Alter, das war aber knapp, ey. Fast noch verkackt. Ja, geil. Ach, 1000 nur, ist ja nix. Vielleicht soll ich doch mit der Silvia weiterfahren. Oh, 575 M Maranello. Geile Karre. Die wir nicht bekommen. Dafür aber 40.000. Ja, man sieht also, Geld ist hier nichts. Wer auch immer sich um die Geheimhaltung dieser Nachtduelle des Straßenrennclubs kümmert, macht einen echt miesen Job. Es sei denn, sie posaunen die Rennorte absichtlich in die Welt hinaus. Aber warum sollten sie? Nee? Nachtduell? Zwei Siege zum Freischalten, okay. Ja, was gibt's denn jetzt noch so? Was ist das hier? Gefahrenschild? Ich glaube, wir sollten erstmal nach oben driven wieder. Um hier die restlichen Rennen zu machen. Schwer Nacht, gibt's doch nicht. Ach ja, ich wollte ja... Tunen. Tunen. Ohne Übersetzung. Und noch ein bisschen nach rechts. Ja. Ah, 50. So. So, wie sieht das jetzt aus? Das sieht doch schon deutlich humaner aus. Metern rechts abbiegen. Ja, das sieht doch schon deutlich besser aus. Oh, ich dachte, ich muss jetzt so. Rechts abbiegen. Ja, das geht doch schon besser. Metern links abbiegen. So, eigentlich müsste ich gleich Schnellreise machen können. Festival können wir uns den Weg nicht sparen. Ich fahre erstmal die Hälfte der Strecke, sicher ist sicher. Oder ne, warte mal, es müsste eigentlich auch so gehen, oder? Warte mal. Einfach hier, zack. Ah, es kostet was, okay. Okay. Nee, da bin ich ja geizig. In 400 Metern links halten. Dann genießen wir lieber ein bisschen die Fahrt. Links halten. In 200 Metern links halten. Ja, ist ja gut. Links halten. In 200 Metern rechts abbiegen. Na, ah, die ist da unten. Ah, nee, da ist er. Nehmen wir nochmal mit. Rechts abbiegen. Ultima Diva J-Turn. Ja, ja. Na, ihr, was geht bei euch so?
Skyline, ey. Stimmt. Ganz vergessen. Ich fahre jetzt erstmal mit dem NSX hier weiter die Rennen, aber. Oh, Supra, stimmt. Oh Mann. Vergesst die ganzen geilen Karren nicht nur, Walter. Für den Importmann. Die Importkarren für den Importmann. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Was? So? Etwa? So, 5 Kilometer müsste jetzt eigentlich reichen, wenn ich jetzt. Wann das? Zur Automesse mache. Ja. Muss das ja eigentlich in der Stadt sein. Hoffe ich zumindest. Wo sind wir hier? Fuck! Okay, das hat nicht geklappt. Scheiße! Ja, komm, dann egal jetzt hier. Zack. Mist, ich dachte, das funktioniert. Vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen fahren müssen. So. In 400 Metern rechts abbiegen. Ah, oh, es ist so schön, es ist so schön. Rechts abbiegen. Ich kann den ganzen Tag nur rumfahren. In 100 Metern rechts halten. In 100 Metern rechts halten. In 200 Metern links Tony. Halten. Links halten. Oh. Na, zu viel ist gut. Das ist links fahren, ne? Muss sich echt dran Sie gewöhnen. Haben Ihr Ziel erreicht. So. Rivalen oder Fanrennen? Na, machen wir mal Fanrennen. Fanrennen werfen? Nö. Auch nicht. Ja. Mit dem feinen NSX machen wir das. Nächste Folge kommt dann wieder ein anderes Auto. Oh yeah. Go. Kinect knows. Alter, ziehen wir mal gut weg hier. Alter. Was ist das denn? Läuft doch aber schon mal gut. Kenn die Strecke irgendwo, ja? Ja auch. Weihnachtshase. Tschüss, Weihnachtshase. Heck 7, das ist natürlich auch geil. Doch nicht tschüss, Weihnachtshase. Weihnachtshase zieht weg. Guckt ihn euch an, den Weihnachtshasen. Komm, Weihnachtshase. 3 Runden. Ich eigentlich auf ihn und bremst so viel ab.
Das hier war die kritische Kurve. Die gar nicht mehr so kritisch ist. So. Ja, das ist doch entspannt. Auf den Sonntagmorgen. Ich glaube, mit der Sevilla würde ich nicht zurechtkommen. Dazu brauchen wir einen starken Kaffee. Aber die Sevilla lasse ich auch erstmal in der Garage. Ja, ich glaube, zur nächsten Folge machen wir dann wieder ein neues Auto, glaube ich. Habe ich Bock drauf. Erstmal so die geilen Importkarten zusammenzusammeln. Ein schöner Skyline muss erstmal her. In Midnight Purple 2. Das muss sein. Da hab ich Bock drauf. Ich glaube, die Credits müssten dazu auch noch reichen. Hoffentlich. Alles easy. Gar kein Problem. Ja, die Karre gefällt mir ja schon sehr hier. Das ist schon. Unser Fuhrpark erweitert sich. Zwei Moment nur Importkarren für den Importmann, aber keine Angst, da kommen auch noch andere. Den Audi habe ich zum Beispiel auch richtig Bock. Lamborghini geht immer. Pagani sowieso. Siehst du? Richtig. Deshalb mache ich hier die Order, geile Scheiße. Da bin ich richtig Fan von. Aber alles zu seiner Zeit. Boah, wir sind schon wieder bei 33 Minuten, ey. Unglaublich. Ja, gut, dann sage ich mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wir sehen uns zur nächsten Folge mit einem neuen Wagen. Bis dahin. Ciao.